Hallo, liebe Zuschauer. Wussten Sie, dass es nordwestlich Frankfurts mal einen großen Militärflugplatz gab? Er wurde 1939 von der deutschen Luftwaffe zur Schulung an Lastenseglern errichtet und bis 1944 betrieben. 1945 besetzten die Amerikaner den Platz. Sie bauten ihn aus und nutzten ihn bis 1991. In einem Parkgelände zwischen Schwalbach und Eschborn sind heute noch Überreste aus dieser Zeit sichtbar. Dort standen mal drei große Hangars, Hangar 3, 4 und 5. Von Hangar 3 und 5 sind nur noch die Grundmauern vorhanden. Aber Hangar 4 ist noch gut erhalten und steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Auf den Satellitenbildern sehen Sie noch die Folgen der Umbaumaßnahmen, die beim Hangar 4 vorgenommen wurden, um eine Funkstelle einzurichten. Eine Fensterfront da, wo sich früher das Hallentor befand, und davor ein Flachbau. Beides wurde inzwischen entfernt, sodass momentan ein freier Blick ins Innere des Hangars möglich ist. Auch der Bewuchs rund um den Hangar ist verschwunden. Auf dem Boden liegt aber noch viel Schutt und Altmetall. Und ein Grabstein neben einem offenen Schacht mahnt zur Vorsicht.